wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir werden heute einen RE9 von Bremen nach Osnabrück fahren und werden das Ganze mal hier starten. Ich habe mir gedacht, nach den ganzen Fernverkehrszügen, die ich in der letzten Zeit gefahren bin, werde ich heute mal wieder einen Nahverkehrszug fahren, beziehungsweise einen Regionalexpress. Und es handelt sich hierbei um den Regionalexpress von Niklas Lindner mitsamt Dostus und der Baureihe 146.2. Das Ganze ist mit Ansagen ausgestattet und Bahnhofsansagen auch dabei, Zugzielanzeigen. Und wir haben gleich noch die schöne Aufgabe, den ganzen Zug aufzurüsten mit Batterie und FIS und Stromabnehmer und so weiter und so fort. Und ja, freue mich da schon wahnsinnig drauf, endlich mal wieder Regionalexpress zu fahren. Und ja, werden mal schauen, was uns da so erwartet. So, da wären wir schon. Dann guten Moin, Kollege. Deine Pause ist nun vorbei und du übernimmst nun den Regionalexpress 140-59 zurück nach Osnabrück. Mache zunächst deinen Steuerwagen fertig und öffne die Türen. Deine FIS-Nummer lautet 89-7662. Abfahrt ist 10.07 Uhr. Gute Fahrt. Ja. Dann werden wir hier mal soweit erstmal alles als erstes mal die Türen öffnen. Damit wir das schon mal erledigt haben. So, dann werden wir in den hinteren Bereich gehen. Und der Batteriehaupthahn ist bereits an. Das werden wir so herum machen. Das ist die SIFA, die lassen wir mal aus. So, dann gehen wir mal wieder auf unseren Platz. Gehen mal schauen, ob unser... Das ist auch soweit erledigt. Wunderschön. Dann werden wir Spitzenlicht einschalten. So, das wollte ich. Werden diese Bremse lösen. So, den. Das machen wir so. Dann werden wir uns um die FIS kümmern. Und zwar ist es die 89-7662. Okay, das müsste jetzt gepasst haben. Na also, geht doch. Wunderschön. Dann schauen wir noch, ob wir unser Schlusslicht eingeschaltet haben. Das ist noch nicht der Fall. Das bedeutet... immer noch nicht. Dann haben wir hier noch einen kleinen Fehler anscheinend. Ja, genau. Das dürfte jetzt aber genügen. Ja, wunderbar. Wunderschön, das passt. Gut, dann dürften wir unsere Lok soweit aufgerüstet haben, beziehungsweise unseren Zug. Genau. Batterie ist an. Richtungswender ist verlegt. Schauen mal, ob der Hauptschalter, der dürfte eigentlich auch soweit an sein. Geh ich mal. Aktiv, wunderbar. Stromabnehmer war ja gehoben, oder? Der ist gehoben, wunderschön. Gut, dann können wir uns hier ein wenig umsehen. In Bremen Hauptbahnhof. Und ja, schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Das Wetter lässt zu wünschen übrig, aber ja, es ist ja auch noch früher Morgen. Vielleicht wird es ja noch im Laufe des Tages. Da steht ein hübscher Metronom, der mit Sicherheit Ziel Hamburg oder Hannover oder sowas in der Ecke hat. Hannover, da lag ich ja gar nicht so verkehrt. Da kommt ein anderer Zug angefahren.
wendet, weil er macht sich auf den Weg Richtung Hannover. Auch immer ein sehr, sehr schöner Zug. So. Und die Original, der Originalsound der Bremsen der Dostos, natürlich unverwechselbar. Wunderschön. So, 10.07 Uhr haben wir Abfahrt bzw. Ausfahrt und das sind gleich noch 8 Minuten. Also noch viel, viel Zeit hier uns den Bahnhof anzusehen und uns die nähere Umgebung hier mal so ein bisschen anzusehen. Da steht noch ein altes Fachwerkhaus, hätte ich schon fast gesagt, aber naja, es ist doch ein sehr relativ altes Haus, wenn man da mal so guckt. Zumindest ist die Front hier. Auch, aber ja. Hier der Bahnhofsvorplatz. Da steht sogar die Polizei. Und jede Menge Taxen. Ja, ja, die Polizei, die ist auch, muss auch am Bahnhof präsent sein. Das ist natürlich klar. Kennzeichen Hamburg, das ist jetzt, naja, VW-Transport auf jeden Fall. Waren die hier in Bremen? Die Bundespolizei, da sitzt sogar einer drin. Und jede Menge Taxen, natürlich auch alles VW-Passat. Mal ganz spontan tippen. Ja, das ist ein Passat. So, wir werden uns aber mal wieder langsam dem Bahnhof nähern, weil da gerade eine schöne Bahnhofsdurchsage zu hören war. Man konnte sie soeben noch hören. Und das finde ich immer besonders schön. Bahnhofsansagen, Zugchefansagen, Stationsansagen. So, ich bin mal gespannt, welcher Zug hier gleich noch einfahren wird. In diesen schicken Bahnhof. Es ist doch ein wenig ruhig. Bis auf die zwei Regionalexpresse ist hier noch nicht viel angekommen. Aber es wird sich mit Sicherheit noch ändern. Ich könnte ja mal so schlau sein und auf der Karte schauen, dass sie gleich so einfährt. Also, das ist unser Zug. Würde ich jetzt mal spontan tippen. Ne, da ist unser. Das hier ist unser. Da stehen Züge. Da steht ein schicker IC 2037. Und das ist heute unsere To-Do-Liste, sage ich jetzt mal. Kirchweihe, Sieke, Bassum, Twistring, Barnsdorf, Diepholz, Lehmförde, Bumte, Osnabrück Hauptbahnhof. Und wir sollen unseren Zug dann zum Schluss noch in dem Vorbahnhof in die Abstellung schicken, beziehungsweise abstellen. Und ja, wenn dann da unseren Zug auch vernünftig abrüsten, ist ja selbstverständlich. So, 10.02 Uhr. Das heißt, ein paar Minuten haben wir noch. Fahrräder. So, so, so. Ja, die Wartezeit ist ein wenig, naja. Aber so ist das halt. Man kann nichts machen.
So, ich glaube, da kommt jetzt der IC reingefahren. Der gerade seitlich stand. Der müsste hier gleich reinfahren. Auf jeden Fall das schicke Autotransporter. Und der IC fährt auch gut damit ein. Sind jetzt gleich noch 2 Minuten, beziehungsweise jetzt sind es noch 2,5. Warum ist denn unsere FIS nicht belegt? Kann mir das mal jemand sagen? Weil das gar nicht unser Zug ist. Ha! Da war ich selber falsch. So, hier ist unser Zug. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch die FIS eingestellt. DB Regio. Es gibt ja auf YouTube auch ein Video mit diesen Geisterdostos, die da in der am Abstellplatz stehen, beziehungsweise abgestellt wurden und darauf warten, verschrottet zu werden oder verkauft zu werden, auch wie auch immer. Da gibt es ein sehr schönes Video mit dem Song Heart of Courage oder Courage. Also es ist schon sehr mystisch und sehr, ja, ganz, ganz komisch anzusehen, aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert oder da mal reinzuschauen. Da stehen auf jeden Fall jede Menge Geisterdostos. Abgestellt, teilweise schon beschmiert mit Graffiti und ja, der Vandalismus hat auch dort eingezogen. Also sie fünf auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie der YouTuber heißt, der das da eingestellt hat. Aber vielleicht findet ihr das unter Lost Places, dass ihr da irgendwo Geisterdostos irgendwie findet. Ich weiß, es tut mir leid, ich weiß leider gerade nicht, wie der YouTuber heißt, der das da gepostet hat. Aber vielleicht findet ihr da was. Geisterdostos eingeben oder irgendwie sowas. So, aber zurück zu unserem Geschehen hier. Wir haben jetzt gleich Ausfahrt. Du läufst mitten in den Zug. Ja. Du, was du nicht lassen kannst. So, auf geht's. Türen dürften geschlossen sein. Dann Abfahrt. Erste Station, Kirchweihe. Das gehört. Das wunderschöne Aufschalten der 146. So, der danke Fahrer ist hier. Begrüßen Sie im Ring 14.59 auf der Fahrt von Bremen nach Osnabrück. 232. Unser nächster Fahrplan ist dann Kirchweihe. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Das ist doch mit Sicherheit eine 132.
wunderschön. Wunderschön. So, dann dürfen wir auch gleich 150. Ob es jetzt noch anfängt zu regnen, weiß ich nicht genau. Drückt mir mal die Daumen, dass es nicht so ist. Bei trockenem Wetter zu fahren macht einfach mehr Spaß. Es ist nicht so rutschig auf den Gleisen. Aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass es noch regnet, weil so die sich stark bewölkt, wie das ist, könnte dann gerne mal der eine oder andere Tropfen rausfallen. So, die Uhr stimmt mir leider gar nicht, aber nein, ist das halt. Bergab. Da hinten kommt 140, das heißt, wir werden uns hier ein wenig ausrollen lassen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Wollte ich das haben, genau. So, KI-Verkehr ist auch vorhanden. Wunderschön. Alles für sich eigentlich ein schönes, ruhiges Szenario. So schöner Regio-Verkehr. So, unsere erste Station erreichen wir auch gleich schon. Kirchweihe. Schönes, ruhiges Dosto-Steuerbahnfahren. Also, gibt nichts zu meckern. Wunderschön. Wir erreichen jetzt Kirchweihe. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Ja, darauf kann man natürlich nur immer hinweisen, weil
in der heutigen Zeit sind vergessene Gepäckstücke, Koffer, ja, lösen gleich einen ganzen Bundespolizeieinsatz aus und legen den ganzen Zugverkehr da am Totstellen. Und für den, der es dann stehen gelassen hat und der ermittelt wird, für den wird es sehr, sehr teuer. Und in den meisten Fällen wird er ermittelt durch Kofferinhalte, die auf den Besitzer schließen lassen. Und ja, für den dieser Einsatz dann schnell sehr, sehr teuer. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die Bremse. Wir rauschen nämlich gleich voll über den Bahnhof rüber. Bahnsteig näher. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. So, das hat ja soweit ganz gut geklappt. Dann speichern wir jetzt einfach mal ab. So. Und dann werden wir hier gleich mal schauen, wie die Lok die DOS so anschiebt. Abfahrt ist hier um 10.17 Uhr. Also nicht in nicht allzu langer Zukunft. Oder allzu ferner Zukunft. So. Wunderschöne 146. Also ich finde diese Fahrgäste hier, die DG hier ja, ins Spiel gezaubert hat, immer wieder zum Totlachen. Die stehen da beide wie angewurzelt, die beiden Damen. Und ja, aber alle beide wunderschön. Wunderschön, es ist einfach nur zum Schießen. So. Wir lösen die Bremsen. Und auf geht's. Nächste Station, Sieke. Eigentlich die Tür nicht zu. Doch. Ach, die Zusatzbremse. Ach, wenn man nicht alles selber macht. Thank you.
Hört euch den Sound an. Wunderschön. Wunderschön. Ich denke, den nächsten Bahnhof werden wir dann nicht pünktlich schaffen. Wäre ein Wunder, wenn wir den auch pünktlich schaffen. Wobei, man sollte ja niemals nie sagen. Wir erreichen jetzt Sieke. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Also die Ansagen sind schon geil, oder? Die sind echt genial. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. So, lass uns noch ein wenig rollen. So, Türen geöffnet und diesmal werde ich sofort den Steuerwagen hopsen, wobei das ist gar nicht nötig diesmal. Ne, wunderschön. So, Abfahrt 10.23 Uhr, also nicht, also im Moment, jeden Moment. So, Bassum ist dann etwas weiter, Twistring, Bahnsdorf, Diepholz, Bohmte. Beziehungsweise Lehmförde, dann Bohmte und Osnabrück. So, machen das mal so.
So, Türen sind zu. Das hat man so gerade eben gehört. Dann geht's aufwärts, beziehungsweise es geht los. Nächste Station, wie gesagt, Bassum. Schöner langer Güterzug, auch immer gern gesehen. So, wir wollen die 160 mal einhalten, weil wir haben eine VMAX 160 km/h. Das ist ein Regionalexpress, der fährt nur meine 160. Außer der Münex, der fährt 200. Aber das ist der schnellste Regionalexpress der Deutschlands. Aber den haben wir hier nicht, sondern wir haben hier den stinknormalen Regionalexpress und der fährt nur mal 160. Daran wollen wir uns halten. Auch wenn ich gerade ein wenig übertrieben habe mit 170. Leider nicht. Jetzt Bassum. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Also diese Ansagen sind einfach nur genial. Also das selbst war wirklich in einem RE. Einfach nur geil. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Mega. So, wir öffnen die Türen.
So, einen kleinen Moment mal eben. Dauert nur Sekunden. So, da bin ich wieder. Und da oben sitzt der nette, liebe Fahrdienstleiter drin. Würde ich jetzt mal tippen. Hat dann von hier oben die beste Aussicht. Wunderschön. Wunderschön. So, ich glaube, das wird eine richtig schöne Ausfahrt jetzt. So, ein wenig warten, bis die Türen geschlossen sind und Abfahrt. Da kommt doch schon wieder was Wunderschönes. Was Wunderschönes. Ja, der KI-Verkehr kann sich hier wirklich sehen lassen, muss man echt sagen. Also wunderschön. Vom Feinsten. So, nächste Station Twistringen. Wollte ich haben. 8%.
Wir erreichen jetzt Twistringen. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Ich liebe diese Ansagen. Ich liebe sie einfach. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. So, Twistring haben wir dann auch erreicht, ohne Probleme. So, Osnabrück sollen wir um 11:30 erreichen. Das heißt, wir fahren noch fast eine ganze Stunde. Viertel vor 11 sind wir dann in Barnsdorf, um circa 5:11 in Diepholz, um 11:05 in Lehmförde, um 11:15 in Bumte und schließlich 11:30 in Osnabrück. Na dann. Steht noch ein schönes abgestelltes Fahrrad. Ein Männerfahrrad. So. Sieht so aus, als ob das irgendwie in die Wand integriert ist, ne? Also schon irgendwie. Vorsicht, schnelle Vorbeifahrten. Gekennzeichneten Bereich erst betreten, wenn Zug hält. Ja, das liest man überall an jedem Bahnhof und das kann man gar nicht oft genug sagen. So, da wir ja den Passagierraum nicht betreten können, beziehungsweise aus der Passagiersicht nicht fahren können, machen wir das einfach mal so. Aber hier mal so einen kleinen Rundgang. Das Oberdeck. Aha. So sieht's aus im Dosto. Türen geschlossen, Bremse gelöst, perfekt, Abfahrt.
liebe diesen Sound der 146. Ich liebe ihn. Kurze Frage an euch übrigens, wann seid ihr zuletzt RE gefahren? Also wirklich jetzt Regionalexpress im Dosto mit 146 hinten dran oder von mir aus auch vorne dran. Also egal ob gezogen oder geschoben, wann seid ihr das letzte Mal Regionalexpress gefahren? Schreibt es gerne in die Kommentare, es würde mich jetzt mal interessieren. Wir erreichen jetzt Barnsdorf. Bis jetzt hält sich das Wetter, also es bleibt zumindest trocken. Ob die Sonne noch mal rauskommt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt selbst Vorsicht haben. Aber wir haben eine Genehmigung bekommen, über das rote Signal wegzufahren. Das ist sehr gut. Da seht ihr es. Dieser kleine weiße Punkt darunter, beziehungsweise gelbe Punkt, der uns da
das erlaubt, über das rote Signal hinwegzufahren. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Da waren wir noch ein kleines Stückchen zu schnell. Noch gepasst, würde ich sagen, oder? Es hat noch gepasst. Zumindest von der Grafik her stehen wir noch im Bahnsteig, kurz vorm Signal. So, haben wir das Signal jetzt überfahren oder nicht? Nein. Wir stehen davor, ganz klar. Ganz klar zu sehen, wir haben das Signal nicht überfahren. Wunderschön. Ja, der schöne Prellbock. Hat sich nicht mitgezogen, wunderbar. Türstörung. Bitte die anderen Türen benutzen. Tja, das ist immer scheiße. Da steht's, 160. DAB, PB, ZFA. So nennen sich die Dostos. So, auf geht's. So, noch haben wir 60. Jetzt rauf auf 160.
Also es ist eine schöne, süße Fahrt. Und so für zwischendurch finde ich das richtig schön. Es muss nicht immer diese spektakulären Fernverkehrsszenarien sein, wo so weiß was passiert. Sowas ist so zwischendurch finde ich sowas mal richtig schön, so einen schönen Regionalexpress zu fahren. Mit hübschen Ansagen dabei, Bahnhofsansagen, der richtige Sound. Und da macht das auch richtig Spaß, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das richtig schön. Und wenn dann noch der KI-Verkehr stimmt, ist es sowieso schon wunderbar. Wir erreichen jetzt Diepholz. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Also diese verschiedenen Ansagen, ich bin da echt total begeistert von, muss ich wirklich sagen. Wer sich da die Mühe macht, das alles hier in diese Szenarien einzuspielen und zu erstellen und zu bauen. Mein allerhöchsten Respekt, muss ich wirklich sagen. Ganz, ganz tolle Arbeit an dieser Stelle. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. So, wir öffnen die Türen.
So, und dann sind es noch drei Stationen. Lehmförde, Bomte und Osnabrück. So, auf geht's. Lehmförde, 11:05 Uhr. Ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber da kommt ja auch schon die Ansage.
Wir erreichen jetzt Lemförde. Lemförde. So, wollen wir rechtzeitig bremsen, wie wir auch passend am Bahnsteig stehen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Aber natürlich werden wir das tun. Beziehungsweise wir nicht, wir fahren ja weiter. Wunderschön. So, nachdem wir dann im Boomte angekommen sind, sind es dann noch gut und gerne 25 Kilometer bis Osnabrück. So, Abfahrt ist hier 11.06 Uhr, also gleich.
So, Sperren des Kurzwegspeichers bei Unfällen. Auswahltaste bestätigen, bis roter Punkt ganz rechts im Display erscheint. Die Zahl 3141 eingeben. Tastübernahme betätigen. Prüfen, ob die Anzeigesperre im Display erscheint. So, so. So, auf zur zweitletzten Station. Bombe. Kilometern überschreiten wir die Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Wunderschön. So, Landesgrenze werden wir dann jetzt gleich überschreiten. Und das Boot sind dann auch noch 5 Kilometer. Wir erreichen jetzt Bomte. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Ja, das kann man gar nicht oft genug sagen. Weil einmal den Zug vergessen, ist dann erstmal weg, bevor es dann eventuell im Flugbüro abgegeben wird. Aber das kann unter Umständen dauern, je nachdem, wohin der Zug noch fährt und bis es einer findet dann. Und ob es einen ehrlichen Finder gibt. Also ja, ja, da sind viele Faktoren müssen da mitspielen, wenn man sein Hab und Gut wieder bekommt.
Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. So, wir öffnen zum vorletzten Mal die Türen. Bevor wir dann gleich noch gute 25 Kilometer bis Osnabrück fahren. Wir werden jetzt hier erstmal speichern. So. Wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Szenario. Schön ruhig, ist auch mal nicht schlecht und ja, KI-Verkehr kann sich sehen lassen. Die Ansagen sind sehr schön und ja. Kann man nicht meckern. So, Türen sind geschlossen. Dann geht's los zur letzten Station Osnabrück. Tja, da müsst ihr wohl auf den nächsten warten. Der kommt in anderthalb Stunden. So, unseren Endbahnhof Osnabrück Hauptbahnhof erreichen wir gegen 11.28 Uhr.
sei Dank. Ich habe jetzt schon fliegen. So, 110. So, es wäre jetzt gemein, wenn ich jetzt ausgerechnet in Osnabrück nicht pünktlich schaffe. Also das wäre jetzt richtig gemein. Aber im Moment sieht es danach aus. Da schauen wir mal, ob wir noch pünktlich kommen. Im Moment sieht es da eher nicht danach aus, aber wir dürfen ja gleich nochmal aufdrehen auf 150. Vielleicht reicht das ja. Daumen drücken.
Thorsten hat schon einen guten Sprung gemacht. Schauen wir mal. Ja, passt doch. Wunderbar. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht klappen würde. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze Osnabrück Hauptbahnhof. In Osnabrück haben Sie Anschluss an eine Nordwestbahn nach Bielefeld über Dissen um 11.35 Uhr von Gleis 5 Süd, an eine Eurobahn nach Bielefeld über Mellebünde-Herford um 11.47 Uhr von Gleis 11, an den RE2 nach Düsseldorf über Lengerich-Münster-Wanne-Eickel um 11.45 Uhr von Gleis 4, an den IC 148 nach Amsterdam Zentral über Rheine-Bad Bentheim-Hilversum um 11.53 Uhr von Gleis 12, an den ICE 925 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Münster, Dortmund, Köln. Die Abfahrt ist ursprünglich um 11.37 Uhr, heute mit 25 Minuten Verspätung von Gleis 2, und an die Nordwestbahn nach Wilhelmshaven über Quakenbrück, Lautenburg, Oldenburg um 12.01 Uhr von Gleis 13. Wir verabschieden uns im Namen von DB Regio und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Schön, oder? Wunderschöne Ansagen, kann man nicht anders sagen. Also mir hat dieses Szenario sehr gefallen. Ich hoffe euch auch. Ja, das Ganze nennt sich, ihr seht es da oben, Steuerwagen 766 RE9 Express Kreuz Niedersachsen. Teil 2 ist das jetzt, es gibt davor noch einen Teil 1. Den ich heute aber nicht gefahren bin aufgrund Ladeprobleme, der hat sich einfach nicht geladen. Und deswegen habe ich den zweiten Teil gefahren. Aber ich denke, das ist jetzt nicht allzu tragisch. Da kommt es so ein schöner IC entgegen. Wir erreichen jetzt Osnabrück Hauptbahnhof. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr sowie zum Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Dieser Zug endet in diesem Bahnhof und fährt in wenigen Minuten in die Abstellung. Ein Aussteigen in der Abstellung ist nicht möglich. Bitte steigen Sie jetzt aus. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. So, da haben wir es geschafft und unseren letzten Bahnhof erreicht. Das heißt, wir werden hier mal kurz abspeichern. So. Und der Vorbahnhof war doch da vorne irgendwo. Wenn mich nicht alles täuscht. So, wir sind hier und sollen dahin. Da bin ich ja mal gespannt. Da werden wir doch mit Sicherheit den Führerstand wechseln müssen.
Störung. Störung.
Störung, 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 Störung. Störung, 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 Störung. So, das war's jetzt mit dem Szenario und mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye, bye.